Also ich bin Janett und ich bin Personal Coach. Ich arbeite mit erwachsenen Menschen und ich habe eines Tages einen Coach in einer Stadt gesucht, wo ich nicht lebe, für jemand anderen und bin auf eine Website gestoßen und diese Person machte Kinder- und Jugendcoaching. Und das war das erste Mal, dass ich damit irgendwie konfrontiert wurde und habe einfach gemerkt, das ist total, da schließt sich für mich ein Kreis, das ist total klasse, dass es das gibt. Und habe dann gleich losgegoogelt und geschaut, was gibt es denn alles an Kinder- und Jugendcoaching in Deutschland und stellte fest, dass es überhaupt nur eine Ausbildung gibt, nämlich beim IPE. Und habe mir das alles durchgelesen und YouTube-Clips angeschaut und es hat mich total angesprochen. Und ich habe gedacht, das ist es eigentlich. Wirklich mit Kindern zu beginnen und zu sagen, man kann Kindern Tools in die Hand geben, wo die selber was machen können, wo die nicht auf den Erwachsenen dann auch immer angewiesen sind im Nachhinein, sondern wo sie was mitnehmen können, wo sie Hilfestellungen bekommen, die sie im normalen Schulleben oder auch Familienleben nicht immer bekommen. Und dass man ihnen wirklich was mitgeben kann, wo sie noch als Erwachsene von profitieren können. Also wir haben hier ja jetzt mit Erwachsenen geübt, untereinander. Das war total bereichernd. Das war sehr, sehr intensiv. Also nicht nur sehr, sondern sehr, sehr intensiv. Viele Methoden kannte ich schon. Die haben wir jetzt hier noch mal ein bisschen umgewandelt gelernt. IPE-spezifisch würde ich sagen, ist es wirklich auf die Kinder gemünzt, dass man das später mit Kindern dann auch machen kann. Und ich würde sagen, es ist wie ein... wie eine Energy Bar. Also wenn du wirklich ein Lebensmittel hast, was ganz kompakt, ganz viel innen drin hat, also Vitamine, Mineralien, das alles zusammen und Ballaststoffe in einer kleinen Energy Bar. Und so fühlt sich dieses Seminar an. Ist super. Fühlt sich an wie Familie, ist nach dem zweiten, dritten Tag, wenn man wirklich an so ganz tiefe Themen auch geht in der Ausbildung, ist es schon so, dass man sich gut kennenlernt, also mit denen man so in Einzelgruppen gearbeitet hat. Das ist sehr intensiv und sehr tiefgehend und deswegen hat man auch das Gefühl, man kommt hierher, ja, ich kann ja so sein, wie ich bin und ist gut. Also Daniel ist einzigartig, der ist super, der hat unglaublich viel PS, der hat wahnsinnig viel Energie, also er hat eine riesen Batterie in der Ecke stehen, von der er ständig seinen Strom holt. Der schafft es uns immer wieder total zu begeistern. Der schafft auch die Gruppe, wenn wir mal so ein bisschen in so einem Loch sitzen, wieder mit seiner Art wieder hochzuholen. Vergleich zu anderen Seminarleitern, also ich habe schon sehr viele auch tolle Seminarleiter erlebt, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, er ist jetzt der erste in meinem Leben, den ich so erlebt habe, also gerade so im systemischen NLP und so weiter Bereich gibt es viele Menschen, die wirklich sehr stark ihre Energie so bündeln können in so einem Seminar. Ich finde, dass er uns sehr wahrnimmt, dass er gut mitbekommt, was in der Gruppe auch passiert und das sehr schön aufgreift. Und das Einzige, womit ich manchmal Probleme habe, ist, dass er wahnsinnig schnell redet und man muss wirklich Luft holen und man sitzt da und schluckt für ihn. Es ist extrem viel Stoff, was dann darüber kommt und manchmal geht es mir ein bisschen zu schnell, aber er greift das dann immer wieder auf und er weiß schon, was er tut, wirklich.